Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sanktenland hier auf meinem Kanal. Ich bin die Fuddelmodel und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und in der glühenden Hitze sitze ich hier und schwitze und nehme für euch auf, Leute. Ihr könnt euch nicht vorstellen, ich habe hier so einen Backofen. Backofen habe ich. Ja, meine Wohnung ist wirklich ein Backofen. Und ich habe vorhin voll den Fauxpas gemacht. Ich wollte beim Ausloggen, habe ich gedacht, komm, packst du deine Rüstung lieber mal in eine Kiste. Ja, bevor du ausloggst, nicht, dass du nachher wieder einloggst und alles ist weg. Und dann habe ich den Fehler gemacht und habe den Rucksack einfach hier so links rüber gezogen. Irgendwo hier unten. Dann war das Inventar ganz klein und alles, was hier unten drin war, ist weg. Ja, also nur für den Fall der Fälle, dass irgendwann von euch mal einer den gleichen Fehler macht, macht das nicht. Dann sind die Sachen alle weg. Dann habe ich mir einen neuen gebaut, habe den angelegt, ja, und dann war der Rucksack plötzlich wieder da. Aber nur der Rucksack, ja. Nichts anderes. Ich bin erschüttert. So, und ich glaube, das, was ich am allerwenigsten brauche, sind Baumwollsamen, Leute. Ich habe so viel Stoff mittlerweile, also Baumwollsamen brauche ich nicht am Pflanzen. So, jetzt habe ich natürlich nur eine Tauchflasche, weil die anderen beiden Tauchflaschen weg sind. Ja, hier sind sie auch nicht drin. Dann die komische Waffe, die ich mir gebaut habe. Die habe ich die habe ich zurückgelegt in woanders rein. So. Ich wollte aber mal was gucken. Ich bin ja jetzt neu eingeloggt. Ich möchte jetzt mal gucken, ob der Händler eventuell doch noch irgendwas für mich hat. Ja, vielleicht haben die ja doch Respawn. Wir schauen mal. So, und ich habe die langen Stiefel angezogen, die ich letztens gefunden habe. Die haben nämlich zwei Rüstung anstelle von einer, so wie die Leinenschuhe hier. Nehme ich überhaupt auf? Ja, ich nehme auf. Ich habe schon Panik gehabt. Ich nehme schon mal nicht auf und Quatsch. So, ich hoffe, mich greift jetzt hier nichts an. Wir setzen uns hin. Und wir fahren über den See. Wir fahren jetzt über den See. Und ich hoffe, ich werde noch ganz viel Eisen finden, um eine geile Base zu bauen. Ich weiß, das reimt sich nicht, aber ich dachte, ich erwähne es mal. So, komm, gib Gummi. Ich habe ja gesehen, ich kann ja schon ganz andere Boote bauen. Da wollte ich heute mal gucken. Weil ich habe letztens irgendwas gefunden von wegen Speedboat. Das hätte ich gerne, Leute. Ja, einfach nur mal, um zu gucken, ob das schneller ist oder besser ist oder wie auch immer. Weil mit dem Schrottkutter da hinten, wo ich trampeln muss, fahre ich nicht. Das finde ich voll doof. Ich finde das viel, viel angenehmer hier mit dem Segelschiff aktuell. Aber wir gucken gleich mal. Erstmal gucken wir, ob der Händler eventuell was hat. Ja, ob entgegen meiner Vermutung doch ein gewisser Respawn da ist. Oh. Da, komm, tausche mit mir. Du willst es haben. Du willst es haben, tausch es mit mir. Ach, ich befürchte, ich habe Pech. Not enough. Das kann doch gar nicht sein. Guck mal, was das hier für geile Sachen sind. I need more than that. Ach, Lecko. Ernsthaft. Ach. Das ärgert mich jetzt aber. Gott, das ärgert mich ja jetzt sowas von. Ich will das Visier haben. Also hat der Händler im Endeffekt doch Respawn. Weil guck mal hier. Der hat auch einen Unterwasserroller wieder. Ich hätte es gerne, bitte, gib's mir doch.
Ey, jetzt hab ich schon hier, guckt euch das mal an, was so ein scheiß Visier kostet. Ich hab 3x45 hier Magazin, 2x30, ja, und dann hier 20 und die will das einfach nicht und dann hier nochmal 50. Was sind denn das für Preise, bitteschön? Was sind das denn für Preise? Kann ich dich wenigstens nochmal neu beklauen? Nein, kann ich nicht. Dass ich protestiere, Leute, das ist ja sauteuer. Das ist ja voll der Wucher. Toll. Jetzt sind meine ganzen Hoffnungen dahin. Jetzt muss ich doch noch irgendwas looten. Ach. Das ist ja schrecklich. Wartet mal, wo können wir denn jetzt looten? Ich will das Ding haben. Ich will jetzt looten. Aber guck mal, die Polizeiwache da oben, die haben wir auch erst auf 23%. Das heißt, wir fahren jetzt nach Hause, packen die Klamotten weg und dann gehen wir die Wache looten in der Hoffnung... Oh Mann, ich und das Segel, ne? In der Hoffnung, dass da vielleicht noch irgendwie eine 045er drin ist, ja? 45er? Ich mache mir aber noch eine zweite Tauchflasche jetzt erstmal. Jetzt habe ich ja wieder ein bisschen Eisen. Und dann, ja, auf zur Polizeistation. Ich habe jetzt mal ein Privatspiel gemacht, Leute. Einfach um zu gucken, ob sich denn so ein neues Start jetzt lohnen würde, wenn ich denn einen machen muss. Ja? Und habe festgestellt, ja, es ist voll unfair. Ja? Wenn man diesen Neustart nicht gemacht hat, dann hat man voll wenig Sachen und so. Ja. Also der Neustart wäre wahrscheinlich gar nicht so verkehrt gewesen. Ja, allein schon wegen dem Loot. Ja, aber man hat tatsächlich wirklich viel, viel mehr an Loot, an Gummi und Schrott und ja. So, ich pack mal hier meinen Stuff rein. Den brauchen wir ja jetzt nicht. Und eine zweite Flasche mache ich mir auf jeden Fall. So, die Forges, die brennen ja wenigstens, oder brennen ja zum Glück gut ein. Das kostet ihnen Teile und Gummi. Ich habe ein bisschen umgeräumt hier. So, 1, 2. Muss reichen. Ich kann noch mal. So, dann haben wir nämlich. Das nehmen wir mit. Der Scooter ist voll. Und wir gehen zur Polizeiwache, beziehungsweise fahren. Wir fahren jetzt mit dem Boot. Geraten in große Not, hoffentlich nicht. Wo ist die Polizeiwache? Genau in die andere Richtung. War so klar. Ich kann mich aber... Ich muss mir wirklich angewöhnen. Ja, am besten ist, ich setze überall, wo gute Poys sind, also wichtige Poys sind, einen Wimpel, ja. Und markiere den dann farblich. Damit ich die bessere Übersicht habe. Oder so ein Kompass wäre nicht schlecht, ne? Kompass würde ich feiern. 23%. Boah, hoffentlich finde ich da jetzt noch ein bisschen was. Das wäre so schön. Ich würde mich so freuen. Ich habe gerade erstmal, Leute, es ist so warm bei mir in der Wohnung, ja. Deswegen spreche ich jetzt auch so ein bisschen leiser. Ich habe das Fenster auf. Weil jetzt ist die Sonne endlich weg. Und es wird gerade ein bisschen kühler draußen. Und ich habe das Fenster aufgerissen, damit hier mal ein bisschen frische Luft reinkommt. Aber ich habe vorhin... Heute Nachmittag quasi, als es so richtig arsch warm war, da habe ich voll dekadent, ja, ich habe 3 Dolomitis gegessen, Leute. 3 Dolomitis. Was gammelt mich denn da jetzt an? Ach, der Björn. Weißer Björn.
Deine Mutter war ein Wal. So. Holz. Boah, ich hätte so gerne an dem Scooter noch eine Latüchte dran, eine Leuchte dran. Das würde ich so gut finden. So, noch ein höher geht nicht. Was? Was? Okay. So, gib mir guten Stoff. Ein 45er. Aber ich glaube, aus den Autos hole ich eh nur Munition und Waffenteile. Ich glaube, da kriege ich eh nichts. Also diese normalen Waffenteile. Und ein paar empfindliche Teile brauche ich noch. Nein, schade. So, aber ich sag mal, ich meine, ich habe jetzt nicht F10 oder so gedrückt, ja. Aber habe ich das nicht letzte Mal auch schon alles gelootet? Haben die jetzt hier irgendwie, guck mal, wie viele Haie hier sind. Waren da schon immer so viele? Hau ab. Boah, hab ich mich jetzt erschrocken. Ist das laut. Waren hier schon immer so viele Haie? Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Aber ich finde das voll süß, dass die das jetzt so gemacht haben, dass die verschiedenen Sachen, die ihr lootet, einen anderen Ton haben beim Looten. So. Mit dem Glas und so, das klingt voll putzig. So kling, 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 kling. Ich bin heute voll aufgedreht, Leute. Ich muss am Wetter liegen. Ich muss einfach am Wetter liegen. So, wie viel Prozent habe ich jetzt? 48, da geht noch was. Stopp, 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 stopp. Schuhe. Und einmal tauschen, bitte. Da geht noch was. Da haben wir noch ein paar Mupfel. Aber Essen ist ja... Oh, lecker mio, ey. Lass mich doch mal in Ruhe hier, Björn. Hau doch mal ab. Oh, ich bin voll froh, dass ich hier die Rüstung schon anhab. Weil ich glaube, sonst wird der mir wesentlich weh tun. Also, wesentlich mehr Schaden zufügen. Wesentlich weh tun. Das ist, Leute, manchmal habe ich, manchmal erzähle ich Dinge. Das ist nur eine olle Stoffcouch. Leder wäre jetzt gut. Eine Ledercouch hätte ich gerne. Damit ich mir nochmal den etwas größeren Rucksack bauen kann. Ist zwar immer nur eine Reihe, aber immerhin, ne? Oh, oh, hier, da. Rüstung kommt, ne? 45er? 45er? Nein. Au, oh, Military, habt ihr das gesehen, Leute? Military-Sachen. Die wahrscheinlich überhaupt, die wahrscheinlich gar nicht gut sind. Also auch nur eine Rüstung kam, also ein Rüstungswert. Okay. Aber jetzt dürfte ich die doch... Aber da waren wir drin. Ich glaube, hier waren wir auch, ne? Hier waren wir gerade drin, glaube ich, oder? Oder wo waren wir denn drin? Da oder da? Ich und die Orientierung, ey, wir haben uns... Wir tragen uns heute nicht. Also ich glaube, hier war ich drin. Ist mein Segelschiff. Wo ist denn jetzt mein Segelboot? Ach, da. So, wegpacken. Jetzt gucken wir erstmal. Nein, Rüstung 3. Der hat auch Rüstung 3. Das ist cool. Bauplan, moderne Lampe. Und irgendjemand hat mir gesagt, man kann die Baupläne sehen. Ja, natürlich kann man. Hier, Leute, hier. Genau, und das Ding hier wollte ich bauen. Jetstream Bowrider, Leute. Da wollte ich gleich mal gucken. Oder Marineschnellboot.
Oh, das Marineschnellboot klingt auch ziemlich gut. Das klingt ziemlich gut. Kostet aber wahrscheinlich voll viel. Ja, 10 empfindliche. Okay, dann hat sich das schon erledigt. Aber den Jetski könnte ich bauen. Hochgeschwindigkeits-Jetski für eine Person klein. Aber da ist wahrscheinlich dann keine... Da ist wahrscheinlich dann keine Kiste drauf. Ne? Aber hier ist eine Kiste drauf, Leute. Wir bauen jetzt ein Motorboot. Wo wohne ich? Da wohne ich. Ich bin voll aufgedreht heute. Es tut mir echt leid, Leute. Ja. Vielleicht kann ich ja den einen oder anderen mit meiner guten Laune gerade anstecken. Trotz Wetter und alles, ja. Aber ich bin total... Ja, guck mal, das kann man natürlich jetzt nicht nach hinten drehen, das Segel. Ja, dementsprechend... Voll egal, ob man das Segel setzt. Wir gucken jetzt mal nach dem Boot. Das interessiert mich jetzt. Ja. Weil Benzin habe ich ja ein bisschen. Ich könnte mir auch, glaube ich, schon dieses Bio-Ding herstellen. Also diesen Sprit-Benzin-Dingster-Bumster. Ja, aber es kostet halt eben auch, ne? Benzin ist halt nicht günstig. Okay, schneller wird er jetzt nicht hier, weil ich das Segel nicht anders drehen kann. Schade. Ich gucke gerade nach unten, Leute. Mein Hund, der ist so fertig. Die liegt hier, die ist so am Hecheln. Es ist aber auch wirklich unaushaltbar gerade. Ich habe ja wirklich nichts gegen schöne Temperaturen, ja? Es darf von mir aus wirklich schönes Wetter sein, aber bitte nicht so. So, das nehmen wir schon mal mit. Da haben wir wieder ein bisschen Benzin. Gucken jetzt mal nach dem Boot. Ich will es jetzt wissen. Warte mal, was kostete das nochmal? Motorboot. Teile. Ich bin gespannt. Und wenn das dann nicht richtig schnell ist, bin ich sauer. Teile. Nee, auf B. Das ist aber auch eine Kiste, ne? Ja, es hat eine Kiste. Wie tanke ich das? Ich mach's mal blau. Wo tanke ich das? Okay, da tanken wir. Wer wird denn? Achso, nee, das habe ich alles schon. Okay. Also Sprit 20. Ich bin mal gespannt, wie schnell der Sprit sich verbraucht. Alles hier rein. Und dann bin ich mal gespannt, vor allem, wie schnell das ist. Oh, ich brauche dringend beschreibbare Kisten und größere Kisten. Leute, ich glaube, das wünscht sich wirklich. Jeder von uns will größere Kisten. Ja, ich meine, auch wenn man die jetzt hier schön übereinander stapeln kann oder halt an eine Wand hängen kann von mir aus, aber... So. Habe ich jetzt hier noch drin? Klamotten. Wartet mal. Ich muss auch noch mal was essen, trinken. Ich sollte mir vielleicht auch endlich mal diese Fischreusen bauen. Oh Gott, da waren wieder meine drei Probleme. Ich habe schon wieder nichts zu... Ah doch, da habe ich noch genug drin. Warte mal, dann brauche ich das auch mal mitnehmen hier. Kann der Fisch da vor mir ist zerkochen.
So, wir wollen es gleich nochmal versuchen, aber erst gehe ich noch eine Runde looten, Leute. Da ist der Sprit, die Kiste ist voll. Dann packe ich das jetzt hier so rein. Oh, jetzt haben wir schon wieder Nacht hier. Ich streike. Ich hoffe, die bringen es irgendwann mal rein, dass man die Zeit einstellen kann, so wie eventuell bei Seven Days. Dass man sagen kann, wie lang der Tag sein soll. Weil ich finde, die Zeit, die geht echt mega schnell rum. Man kommt dann im Endeffekt nicht wirklich zu irgendwas. Und dann hat man wieder dunkel und dann wird man wieder angegriffen. Und ich wünschte mir, man könnte das ein bisschen individueller einstellen. So, Lufttank nehmen, wir gehen mal schlafen. Ach. So. Einmal schlafen. Ach, immer diese Rennerei. Hoch, runter. Ich habe mir jetzt im Privatspiel... Wo sind denn? Ach, da. Voll die nice Hütte gebaut, Leute. Weil ich wissen wollte, ob das wirklich so wahnsinnig mehr Loot ist halt, ne? Und ja, ist es. Habe ich ja gerade schon mal gesagt. Es ist wirklich erheblich mehr Loot, den man da kriegt. Ja, gerade an Gummi und Co. Das kann alles hier bleiben. Die Batterie kann auch hier bleiben. So, Motorboot. Truer. Da. So, wenn du jetzt nicht schnell bist, bin ich sauer. Wo wollen wir hin? Okay, wir gehen jetzt erstmal nirgends wohin. Alter. Oh, wie ich das hasse mit der Treppe. Geh da hoch jetzt! Mensch! Aleko! Jetzt hab ich natürlich nur diese scheiß kleine Waffe hier. Natürlich! Jetzt schießt mir ja nicht mein Motorboot kaputt! Leute, die schießen mir alles kaputt hier! Jetzt hab ich die Munition nicht hier! Oh. Scheiß die Wand an. Die haben mir ja alles zerschossen. Du Assi. Und die können hier voll durch meine... Da, ich streike, ganz ehrlich. Boah, sind das Arschgeigen. Gott, habe ich jetzt einen Verband in der Tasche? Natürlich nicht! Okay. Die totale Eskalation hier. Gleich von euch keiner, ja, mit 45er kaputt in der Tasche hat, bin ich sauer. Was ist denn die Sau mit dem Sch? Boah, ich brauche auf jeden Fall mehr Abwehr hier, Leute. Das ist ja... Keine Munition mehr. Ich habe keine Munition mehr. Weil alles auf dem Schiffchen ist. Und eine andere Waffe habe ich nicht, außer die Granätchen. Wir werden mal gucken, was die Granätchen so können, komm. 3. Oh, toll, hat sich ja jetzt voll gelohnt.
Hat sich als voll gelohnt. Ach Gott, das war ja wohl nix jetzt. Hab ich hier nix, Leute. Das ist so gemein. Ja, der denkt sich jetzt auch, ey, was ist denn mit deiner billigen Armbrust, ey? Wieder an meinem Motorboot rumgammeln. Du machst mir das jetzt hier nicht kaputt. Jesus Christ, treffen wäre geil, ne? Kipp jetzt um. So, Kopfschuss. Wo ist der letzte? Boah, guckt mal, die haben mir die Spikes da weggeballert, Leute. Meine schönen Spikes. Wo ist der denn jetzt hier, der letzte? Ich weiß, dass du hier bist. So, wenn ihr jetzt hier keinen geilen Loot habt, bin ich sowas von sauer. Toll. Das ist so ein paar billige Stofffetzen. Wer braucht die denn? Zumindest ein paar Magazine? Ich hätte jetzt gerne eine kaputte, ne? Aber hier, ne, habt ihr nicht. Nix haben die Leute, nix. Guckt euch das an, aber man sieht jetzt zumindest, wie man gelootet hat. Die haben mir mein schönes Motorboot bestimmt schon voll kaputt gemacht. So. Aber es war so klar, Leute, es war so klar. Habe ich den schon gelootet hier? Nein. Aber wie schnell die mir hier die Spikes weghauen. Wir müssen unbedingt, wir brauchen dringend, ganz, ganz dringend, brauche ich bessere Klamotten. Warte mal, was wollte ich denn jetzt? Das packen wir da rein. Ich müll mich jetzt mal hier in meine... Nee, das nehme ich mit, wer weiß, wofür ich es brauche. So, jetzt haben wir aber ein bisschen, haben die mir jetzt hier die Leiter, oh, das kann doch nicht wahr sein, das kann doch nicht wahr sein, jetzt haben die mir die Leiter da weggehauen, habe ich vorne noch eine Leiter drin, habe ich hier noch eine Leiter drin, ja, habe ich, aber ich bin schon mal froh, ich habe das ja jetzt auf dem anderen Spielstand gesehen, jetzt wollte ich mit euch looten, Leute, ja, und nichts kann ich jetzt machen, weil wir schon wieder voll spät haben. So, Munition, ganz wichtig. Ich will jetzt wissen, ob ich nochmal so ein Visier kriege. Voll die vielen Zeitschriften. Das kostet alles Geld. Ich probiere es jetzt nochmal mit dem Visier, Leute. Vielleicht habe ich ja Glück. Und ich kriege noch irgendwas. So, und wehe, das Motorboot ist jetzt nicht schnell. Dann habe ich noch einen vergessen. Boah, das nenne ich. Das ist ein Motorboot, Leute. Das ist ein Motorboot. Jetzt hat der noch nicht mal was. Das lasse ich mir gefallen. Das lasse ich mir gefallen. Fast 100 km/h.
Ich hoffe, der Sprit verbraucht sich jetzt nicht so extrem schnell. Ja, aber guckt euch das an hier. Voll das Flitzi hier. Ich werde Flitzi taufen. Ich und meine Flitzi auf der hohen See. Treibstoff, naja, es geht. Es geht. So, gibst du mir jetzt das Visier? Guck mal, ich biete dir an 4 davon. Ein ganz, ganz tolles Parfüm. Parfum. Oh, und die Uhr. Ja, so habe ich das gerne, Leute. So habe ich das gerne. Aber wie geil, dass die das jetzt, dass die das doch wieder hat. Das heißt also wirklich, der Trader hat. So, man hat mir gesagt, ich soll mal gucken, dass ich den Rest von den Sachen immer gegen Münzen irgendwie eintausche. Habe ich jetzt gemacht. Lieber Zuschauer, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war. Ich habe es jetzt gegen Münzen eingetauscht. Das packen wir schon mal hier hin. So, und wir suchen uns jetzt auf jeden Fall noch eine Stelle, wo wir ein bisschen was looten können. In der nächsten Folge dann zumindest. Wir fahren mal einfach hier so die Richtung. Achso. Jetzt muss ich ja wieder drücken zum Fahren. Stimmt. Vor allem ist das schön. Ist das leise? Ja. Das kann man aushalten, ne? Von der Lautstärke her. Finde ich gut. Finde ich gut. Und meine Rüstung kann ich wieder reparieren. Und ich befürchte, wenn ich hier nicht auf diese Dinger gehe, werde ich nie wieder eine 45er finden, Leute. Nie wieder. Sturmgeweihter. Toll. Aber ist denn hier nix? Unter Wasser, ne? Schade. Okay, Leute, ich werde jetzt hier noch ein bisschen rumfahren. Und werde mal gucken, ob ich noch irgendwo unter Wasser was finde, wo wir nochmal looten können. Und wo ich vor allen Dingen Eisen kriege, weil ich glaube, wir müssen echt die Basis aufpimpen. Ja, dieses Schrottzeug da, das, ihr habt es ja jetzt gesehen, ey, die kommen jetzt wirklich mit scharfem Geschütz an. Die Autobahnpässe, Leute, die habe ich entdeckt, aber da habe ich noch nicht gelootet. Da fahre ich jetzt hin, da gehe ich jetzt mal hin. Wenn da kein guter Loot ist, heul ich. Ja, und ich würde sagen, ich schalte euch in der nächsten Folge wieder rein, Leute. Ja, ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr auch. Deswegen habt noch einen schönen Tag, ihr Lieben. Macht's gut, bis zur nächsten Folge.